Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder, heißt es. Und die Kölner lassen sich nicht nur nieder, sie kommen extra hin, um zusammen zu singen. Zum Beispiel heute Abend ins Vorzehn im Agnesviertel. Im Karneval hat Losmer Singe schon lange Tradition. Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Angebot auch im Rahmen des Sommerfestivals. Allerdings ein bisschen erweitert, Christian David. Hier werden nicht nur kölsche Karnevalshits geschmettert, sondern auch ganz andere. Welche denn zum Beispiel? Das stimmt, Angela. Zum Beispiel Zara Leander, nur nicht aus Liebe Wein oder über den Wolken oder griechischer Wein oder Siebenfässer Wein. Aber in das Erstgenannte, da wollen wir mal reinhören. Alexandra Gauger ist auf der Bühne und das hören wir uns mal an. Nicht aus Liebe Wein, es gibt im Leben nicht nur rein. Ich liebe jeden, der nur mal fällt. Und deshalb will ich von dir gehören. Du sagst mir Liebe und Treue schwören. Doch ich auch fühle, es muss ja Liebe sein. Ich blieb doch ab und bin da. Und sehen Sie, dass die Menschen mitmachen. Über 400 sind gekommen. Absoluter Erfolg. Es gibt eine Person oder mindestens eine Person heute Abend hier. Irmgard Knüppel, Servicefachkraft mit einer ganzen Reihe von Aufgaben. Zum Beispiel welche? Also ich bin sozusagen Multitasking-Talent hier. Ich bin für die Deeskalation, damit der Kühlkette nicht abbricht, Sauberkeit, Hygiene, alles muss stimmen. Wenn viele Menschen aufeinander kommen, dann entsteht Reibung. Aber es soll ja nur warm werden und nicht heiß. Und deswegen bin ich hier sozusagen. Normalerweise im wirklichen Beruf aber Servicefachkraft, Autobahn, Rastow, Remscheid, West oder Ost? West, West. Also wenn man nach Köln fährt, kommst du immer schön bei uns vorbei. Und deswegen sind die Leute immer entspannt, wenn sie nach Köln kommen. Wir haben die besten Schnibbelböhnchen, also. Ne? Jetzt haben wir Irmchen mitgekriegt, wir haben eine Dame auf der Bühne mitgekriegt. Jetzt wollen wir auch ein paar Männer auf der Bühne mal mitbekommen. Und die waren eben gerade dran. Michael Kuckert, normalerweise bekannt als der Chorleiter des Jugendchors St. Stephan. Diesmal in einer anderen Rolle. Bitteschön. Trink, trink, Brüderlein, trink. Lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink. Lass doch die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Und noch einmal. Jetzt steht er hier bei uns, bei Irmchen und bei mir. Michael Kuckert, gebucht worden für die Trinklieder. Wie kam es dazu? Ja, ich habe mich auch gewundert. Normalerweise singe ich ja Weihnachtslieder oder kölsche Lieder. Boah, St. Stephan ist irgendwie erstmal anders. Aber für mich ist das ja immer wieder eine Herausforderung, mal was Neues zu machen. Und dann habe ich mich hingesetzt, mal die schönsten Trinklieder zusammenzustellen und dann auch einen extra Chor dafür, eine rheinische Musikschule für gegründet. Frisch vom Bass heißen die Jungs. Und wir hatten dann richtig Spaß bei den Proben. Das hat man gemerkt, das hat Ihnen, glaube ich, das Publikum auch zurückgegeben. Also, das ist eine tolle Veranstaltung heute Abend hier, aber noch die ganze Woche, bis kommenden Sonntag vor 10 im Agnesviertel. Vielleicht auch was für Sie. Eintritt frei. Danke, Christian David.